Guten Tag, ne? Ich hier und David werden heute über Mathematik sprechen. Es geht um die Mathematik. Also ich schreibe mir hier auf, Mathematik. Abgekürzt heißt Mathe, ja? Okay. David, was lernst du in der Grundschule Mathematik? Die Zahlen von 1 bis 10. Also die Zahlen von 1 bis 10. Ja? Kannst du mal langsam vorlesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bis 2, bis 20? Okay, machen wir das. Also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und danach, was hast du noch gelernt, außer die Zahlen? Also erstmal multipliziert. Was? Addiert. Also, wie nennt man das auf Deutsch? Addition. Addition, ja. Genau. Und das ist ein Zeichen von? Plus. Plus. Machen wir hier, das ist ein Zeichen, Plus. Also, wie es addiert, ich nehme an, du hast eine Addition 5 plus 1. Sag mal, ist wie viel? 5 plus 1? 6. Nein, du musst ganz den Satz sagen. 5 plus 1 ist gleich 6. Also ist gleich 6. Man sagt hier ist gleich 6. 5 plus 1 ist gleich 6. Mhm. Ein kleines Beispiel, 4 plus 6 ist gleich. 4 plus 6 ist gleich 10. Ist gleich 10. Und was hast du noch gelernt? Subtrahieren. Subtraktion. Ja. Also das Verb heißt addieren, ja? Schreibt man hier addieren, ja? Subtraktion, ja? Was ist, welche Zeichen? Minus. Minuszeichen. So, macht man hier, ja? Das ist eine, wie nennt man das, hast du eben gesagt? Subtrahieren. Mhm. Subtrahieren, ja. Also mach mal ein Beispiel, ne? 8 minus 5 ist gleich wie viel? Ganz in Satz, 8 ne? Minus 5 ist gleich 3. Sehr gut. 7 minus 2 ist gleich? 7 minus 2 ist gleich 5. 5. So. Jetzt hast du auch schon zusammen, Plus und Minus. Jetzt schreibt man sie erstmal auf. Ja? Mhm. 8 minus 4 plus 3 ist wie viel? 8 minus 4 ist gleich 4. 4 plus 3 ist gleich 7. Also noch einmal, 8 minus 4. Du musst ganz den Satz sagen. 8 minus 4 ist gleich 4. 4. 4 plus 3. 4 plus 3 ist dann 7. Also ist gleich 7. Mhm. So macht man, ja. Noch ein paar andere Beispiele, ja. A, B. 6 plus 4 minus 5 minus 2 ist gleich wie viel? 6 plus 4 ist gleich 10. 10 minus 5 ist gleich 5. Ja. 5 minus 2 ist gleich 3. So. Jetzt noch ein Beispiel, ganz kurz. C, also 7 minus 5 minus 3 ist gleich wie viel? 7 minus 5 ist gleich 3. Ist gleich wie viel? 2. Ja.
2 minus 3 ist gleich minus 1. Minus 1, das ist ein Minus davon. Mhm. So, hast du gelernt. Mhm. Oh, das ist addieren und subtrahieren. Und du hast eben gesagt, was du noch gelernt hast? Multiplizieren. Multiplikation. Mhm. Ja? Das ist zum Beispiel zwei, ein Zeichen. Ein Mal. Ja? Das ist ein Mal. Mal, ja? Mhm. Das nennt man so ein Zeichen, oder? Mhm. Also, das ist multiplizieren. Multiplizieren, ja? Mhm. So, man 4 mal 2 ist gleich. 4 mal 2 ist gleich 8. Ach, genau. 5 mal 2 ist gleich. 5 mal 2 ist gleich 10. Okay. Und was hast du noch gelernt? Dividieren. Dividieren. Division nennt man das. Oder? Mhm. Mit dem Zeichen? Doppelpunkt. Doppelpunkt. Oder geteilt. Oder? Oder geteilt. Also A durch B zum Beispiel. Mhm. So. Oder so. Was hast du gelernt? Das Doppelpunkt und das Erste. Das hast du gelernt? Ja. Das hast du noch nicht gelernt? Ja, das noch nicht. Ist das Gleiche. Mhm. Weil so ist schwierig mit dem Computer zu schreiben, dann schreibt man so. Mhm. So kann man das Computer schwieriger. Ja? Mhm. Das ist das Gleiche. Also, das ist dividieren. Dividieren. Ja? 4 dividiert durch 2 ist gleich wie viel? 4 dividiert durch 2 ist gleich 2. 6 dividiert durch 3 ist gleich? 6 dividiert durch 3 ist gleich 2. Okay. Also das nennt man hier dividiert durch. Ja? Das nennt, sagt man, ist gleich. So sagt man, oder? Mhm. Oder man kann auch 4 geteilt durch 2 sagen. Oder 4 oder geteilt durch ist gleich. Ja? Also dividieren auf Deutsch heißt teilen. Ja? Mhm. Teilen. Ja? Und man sagt immer geteilt. So, ja? Mhm. Geteilt durch. Das hast du in der Schule gelernt. Mhm. Okay, jetzt lernst du im Gymnasium. Gymnasium, was hast du noch weiter gelernt? Brüche. Brüche, Bruch, Brüche. Mhm. Brüche. Kommt von Bruch, ja? Mhm. Und Zeichen davon? Ein Strich. Also A durch B. Mhm. Und das ist das Zeichen, ja. Mhm. Und wie spricht man das? Sagen wir ein Beispiel. 3 durch 10. Was sagt man? Wie sagt man? 3 Zehntel. 3 zusammengeschrieben. 3 Zehntel. Schreibt man zusammen oder schreibt man getrennt? Ich glaube, getrennt, oder? Was dann ist. Also 3, man sagt 3 minus oder ohne Plus und Zehnten? Ja, denke ich so. Zehnten. 3, weil wenn du zusammen schreiben, klingt anders. Ja? Mhm. Wenn du zusammen schreiben, was bedeutet das? Wenn wir zusammen schon, was bedeutet das? Dass es ein Wort ist. Ja, schon, aber was bedeutet diesen Zahn? Wie schreibst du diesen Zahn? 13. Wie schreibst du das? 13. Du musst doch festlegen, wenn die Leute 13. Und wie schreibt man mit 13? Oder man macht hier 13. Das ist verwirrend, weil 13. ist 13.
Oder? Und der 13. ist 1 durch 3 durch 10. Mhm. Aber wie unterscheidet man das und das? Also wie unterschreibe ich 13. und 13.? Wie unterscheidet man? Wie kann man das unterscheiden? Mhm. Weil das sind zwei verschiedene. Wann? Wenn jemand eine Pause zwischen 3 und 10. Das sprichst du aus. 13. Und 13. Wenn du kriegst eine kleine Pause, 3 und 13. Und dann andere heißt 13. Mhm. Aber wie schreibst du das, damit die Leute weiß, dass das ist Unterschied? Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich frag dich. Du hast in der Schule gelernt. Wir haben nie gelernt, wie man das schreibt. Oder schreib du lieber das auf und das auf. Und dann sprichst du 13. Aber eigentlich 13. mit L am Ende. Mit N. Ja. Ach so, das ist der Unterschied. Frag nicht die ganze Zeit. Also 13. Nicht? 10. ja. Okay. Also das ist der Unterschied. Wenn man das hier nichts ausspricht, ne? Mhm. Dann ist das falsch. Also 13. Mhm. Das nicht vergessen. Ja. Und das hier 13. Das ist ohne L. So ist das. Dann ist das klar. Das musst du zusammenschreiben. Bindungsstrich ist okay. Aber der Unterschied liegt nur bei L am Ende. Das weißt du. Hast du vergessen oder was? Ja. Und was hast du noch gelernt? Also Geometrie noch ein bisschen. Außer Brüche hast du auch schon anderes gelernt. Zum Beispiel, wie heißt das? Exponent. Schon gelernt. Zum Beispiel 2 hoch 2. Ah, ja. Was nennt man? Quadratische Zahl. Aber wenn ich 2 hoch 3, hast du schon mal gelernt? Ja, das Das war 2 mal 2 mal 2. Ja. Und wie nennt man das, diese Gleichung oder diese Zahlen? Quadrat ist Rechnung ist 2, aber 3 ist nicht mehr Quadrat. Oder 5. 2 hoch 5. Was sagt man hier? 2 mal 2. 2 hoch 5. Stimmt? Mhm. 2 hoch 5. Mhm. Und diese Zahl, die kleine Zahl hier, das ist ein, nennt man das? Was ist das? Noch nie gelernt. Das gibt doch nicht. Ich glaube schon gelernt, aber vergessen. Du hast schon gelernt und hast vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Wirklich, das darf nicht wahr sein. Was nennt man? Denk dran. Exponent. Exponenten, genau. Exponente. Ja? Mhm. Exponent. Das ist die Exponent. Also, und du weißt, wenn ich sage mal 2 hoch 3, das sind 2 mal 2 mal 2. Mhm. Das ist Exponent 3. Also man sagt wie viel? Also 10 hoch 7 ist, wie spricht man das? 10? 10. 10 hoch 7. 7. Ja. Oder kann man noch mit Exponent sagen? 10 Exponent 7. Sagt man auch. Ja, ich glaube. Hast du schon mal gehört? Das darfst du nicht immer. Ich glaube, du hast gelernt, das heißt, du weißt und du weißt nicht, du glaubst. Das bedeutet was? Bedeutet, du bist nicht sicher. Mhm. Glauben heißt, ich bin nicht sicher. Oder? Mhm. Du sagst, du musst sicher sein, weil du gelernt hast. Darf man das sagen? 10 Exponent 7. Nein. Das sagt man nicht. Nur 10 hoch 7. Mhm. Das versteht man jeder. Mhm. Aber wenn man sagt 10 Exponent 7, das muss auch jeder verstehen, oder nicht? Mhm. Das ist normal. Was hast du noch gelernt bei aus Exponent? Das war Exponent, ja? Mhm. Was hast du noch gelernt? Die Zeichen größer als, kleiner die Zeichen. Als?
Ja, kann man auch. Aber hast du schon das gelernt? Ah, Wurzeln. Wurzeln. Aber haben wir noch nicht gelernt. Noch nicht gelernt? In welcher Klasse bist du jetzt? Achte. Hast du noch kein Wurzeln gelernt? Mhm. Das ist aber schwach. Weißt du, was das ist? Wurzeln ist? Also von der Zahl ihren... Ja, Wurzeln ist das Gegenteil von Exponent. Das ist 10. Du hast hier 10 hoch 2. Ja. Und wenn du hier, wenn ich schreibe, wo ist gleich wie viel? 10 mal 10 sind 100. 100? Mhm. Und ich sage, Wurzeln von 100, Wurzeln 2. Ja? Weil du, weil ist gleich 10. Mhm. Das Gegenteil von dem. Kapiert? Mhm. Weil das ist das hier, dann mache ich das, mache das umgekehrt. Dann muss ich das Wurzeln von 10, also die Ursprung von der Zahl ist 10. Wurzeln heißt Ursprung, ja? Mhm. Die Ursprung von dieser Zahl war 10, weil 10 mal 10 ist 100. Mhm. Verstehst du? Sag mal, 10 hoch 3 ist wie viel? 10 mal 10 mal 10 sind 1000. 1000. Also, Ursprung oder Wurzeln von 1000, Wurzeln 3 von 1000 ist? 100, 10. 10. Also ich schreibe hier 10 mal 10 mal 10. Ja? Und früher hat man auch mit Punkt. 10 mal 10, 10. Das heißt 3 mal von 10 hoch 3. Dann Wurzeln von 3 ist 10. Weil das ist genau 3 mal von denen ist wieder 1000. Mhm. Kapiert? Mhm. Weil das ist, das ist immer so. Das Exponent oder hoch 3 muss wieder kommen auf dem hier. Mhm. Weil man lernt eine Richtung, 10 hoch 3, da muss man noch eine andere Richtung zurückkommen, damit es wieder auf die Zahl kommt, mhm, die Ursprung war. Mhm. Hast du kapiert? Mhm. Ich nehme ein Beispiel. 2 hoch 5 ist gleich 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Wie oft kommt das vor? 5 mal. 5 mal, ja. Ja? Mhm. Und das ist wie viel? 2 mal 2 sind 4, 4 mal 2 sind 8, 8 mal 2 sind 16 und 2 mal 16 sind 32. 32, mhm, also 4, 4, 3, 32. Das bedeutet, Wurzeln 5, weil das 5 mal ist, mhm, von 32 ist? 2. Ist gleich, natürlich 2, weil das ist 5 mal 2. Mhm. Kompliziert oder einfach? Wenn man ohne die Rechnung mit den Exponenten hat und nur 5 Wurzel 32, dann ist es schwerer. Dann ist das schwer. Ja. Natürlich, es gibt eine Methode. Mhm. Es gibt auch eine Methode, wie du berechnet, weil du kommst in diese Richtung, 2 hoch 5 ist 2, dann kommst du zurück. Das ist einfach, weil du weißt schon. Aber jetzt gebe ich dir eine Zahl. Ein Beispiel, die Zahl, die du kennst. Ja? Das Wurzeln 4 von 10.000. Ist wie viel? 10. Ist 10. 10, weil das 10 mal 10 mal 10 ist. Mhm. Weil das hier noch mal 10 ist 4. Mhm. Ja? Wie kommst du auf diese Nummer? Weil du hast hier vergessen, ich habe hier schon eingeleitet, du verstehst das, deshalb kommst du einfach vor. Mhm. Aber wenn ich das hier weglasse, wie kommst du auf diese Idee? Dann muss man halt gucken, welche Zahl viermal, also wenn man die Zahl viermal mit sich selbst multipliziert, die 10.000 bekommt. Schwierig. Ne? Ja. Das, ich weiß nicht, ob ich dir beibringen soll, wie man das macht. Es geht natürlich nicht um die Methode, das zu machen. Das muss dein Lehrer das erklären. Mhm. Ich habe nur erklärt, wie du das ist. Ich bin nicht dein Lehrer. Ich habe nichts erklärt, wie du hier kommst. Ich weiß, wie das geht, aber ich sage dir nicht,
Weil das ist dein, das ist die Aufgabe von deinem Lehrer. Mhm. Du weißt aber, was Wurzeln bedeutet. Ja. Also Wurzeln, Ende von einem Zahn. Aha. Ja? Mhm. Und das, wenn der Lehrer fragt, Wurzeln, dann hast du sofort verstanden, was das ist. Aber wie du das rechnest, das ist zu dir. Das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Du weißt, was das ist wichtig. Oder? Ja. Wenn so die Leute Wurzeln, ich sage, was bedeutet Wurzeln? Also ohne deine Erläuterung wüsste ich das nicht. Du weißt das. Aber nicht. Jetzt weiß ich es. Also aber Wurzeln ursprünglich, was das heißt? Wurzeln beschreiben den Ursprung einer Zahl? Nee. Wurzeln ist die Grundlage, das Leben von einem Baum. Ah. Oder? Ja. Das ist, ohne Wurzeln leben keine. Egal, wenn die das macht, die müssen erstmal ihre Wurzeln erstmal raussprissen oder rausragen. Ohne Wurzeln leben, überleben keine. Kein Leben, kein Baum. Wie nennt man es Baum? Nee, das kann doch kein. Wie viele Arten von Bäumen gibt es? Nadelbäume? Laubbäume? Nee. Meine Frage ist anders. Ich frage Baum. Ja? Ja? Mhm. Ich frage auch Staude. Staude oder Staude? Ich kenne das Wort nicht. Bananenstaude. Staude? Oder Staude. Ich weiß nicht mehr. Ich höre das Wort zum ersten Mal. Ist Banane ein Baum? Nein. Ah, Strauch. Nein, Strauch ist wieder ein Bunst. Ist Banane ein Baum? Nein. Ja, deshalb darfst du nicht Baum sein. Das ist Banane, ist ein Strom? Staude. Straude. Staude, ich weiß nicht. Hast du ein Handy dabei? Mm. Ne, lassen wir doch. Irgendwas mit Staude oder Staude, weiß ich nicht mehr genau, aber was kommt hier? Weil das kein Baum ist. Banane ist kein Baum. Mhm. Ja. Spinat ist ein Baum? Nein. Ja. Also unterscheidet man? Pflanzen. Ja. Mhm. Darunter unterscheidet man? Erstmal Baum. Ja? Mhm. Ein Baum ist. Warum nennt man einen Baum? Wann sagst du, das ist ein Baum? Wann sagst du, das ist ein Staude? Oder wann sagst du, das Gemüse? Oder wann sagst du, je nachdem. Ist Kartoffel ein Baum? Nein. Was ist der? Kartoffel ist etwas zum Essen. Ja, aber wie nennt man das ganze Form, ganze Lebensweise von Kartoffeln? Also die wachsen unter der Erde. Das sind die Kartoffeln. Und die obere, wie nennt man das? Der obere Teil? Hm. Ich weiß genau, was du, das ist die Erde. Ja, und dann kommen hier die Kartoffeln, Blätter raus und kommen Blumen hier, kommen hier, ja. Alles Mögliche, das ist Kartoffel. Aber was du isst, ist nur diese hier. Wie nennt man das hier? Das ist hier Früchte, wenn das hier kommt. Mhm. So wie Banane, das nennt man Früchte. Ja? Mhm. Oder? Mhm. Aber was unter der Erde wächst, was nennt man das? Du musst doch wissen, man, du hast doch Biologie gelernt. Ja. Was oberhalb der Erde wächst und gibt, dann nennt man entweder Gemüse oder Blätter, essbare oder nicht essbare und dann Blumen, dann kommen Früchte. Mhm. Es gibt auch harte Früchte und dann nennt man Nüsse, es gibt auch weiße Früchte, Kartoffeln, Banane oder wie nennt man das noch, Äpfel, Birnen. Mhm. Aber was unter der Erde ist auch essbare, das nennt man die Kartoffeln oder gibt noch was unter der Erde gibt. Was gibt da unter der Erde hier? Also außer Kartoffeln gibt noch was. Trüffel?
Trufen ist anders. Also schon mal das gehört? Möhren. Ja. Ah, ja. Das Wetter unter der Erde, ja. Denkt man noch, was gibt noch unter der Erde? Möhren? Kartoffeln? Möhren? Karotten? Karotten, da kannst du doch nicht. Karotte ist noch Möhren. Karotte ist Möhren auf Deutsch. Mhm. Orange? Nee, Orange ist. Frucht? Frucht, ja. Yeah. Also, es gibt noch sehr viele. Du weißt nur nicht. Ja. Weißt du das mit Kohlrabi? Kohlrabi? Na, weiß ich nicht. Kennst du Kohlrabi? Ja, also vom Namen her, aber vom genauen Aussehen weiß ich nicht. Du weißt nicht, wo Kohlrabi ist? Ist das unter der Erde oder oben? Ich glaube, es ist halt am Boden oben halt. Guckt es dann so raus. Also, ja, genau. Der ist oben, aber weg hier, dann kommt zack. Ja. Und dann kommen die Blätter überall. Und das ist Kohlrabi. Ist das Frucht oder ist das Gemüse oder ist das Gemüse? Gemüse ist, das ist nicht nur Gemüse. Also guck du mal nach, was gibt noch denn hier? Ja? Mhm. Erdnuss, ist das unter der Erde oder oberhalb der Erde? Hast du mal noch nicht gesehen? Ja? Also vom Aussehen weiß ich, aber ich weiß nicht, ob sie vom Baum runterfallen. Das ist kein Baum. Das sind Walnüsse, oder? Das ist Walnuss, aber Erdnuss ist was anderes. Ah, da, die sind dann unter der Erde? Nee, die sind alle ober der Erde. So hätten die doch keine Schale. Was unter der Erde gibt, keine Schale. Das sind so harte Schale, das ist oberhalb der Erde. Aber das ist kein Baum, das ist wieder eine Pflanze, eine Klettenpflanze, der klettert überall. So wie. Aber das guckst du noch nach und nächstes Mal frage ich dir. Frag ich dich, was alles hier gibt. Was oberhalb gibt, was unterhalb gibt. Und es gibt auch noch, die unter dem Wasser ist. Also hier, und dann kommt Wasser hier. Ja? Mhm. Und was da unten ist und was da oben ist. Das ist auf der Erde. Auf Wasser gibt es auch sonst. Wenn du beobachtest. Ja? Auf der Erde gibt es oberhalb der Erde, unterhalb der Erde. Mhm. Im Wasser gibt es auch was oberhalb der Wasser weg, was auch unter dem Wasser wächst. Seetang? Seetang, ich weiß nicht, ob Seetang eine Pflanze ist. Oder Moos? Ja, aber musst du selber wissen, musst du selber hören. Ich habe nicht Biologie studiert, ich kann dir das nicht sagen. Mhm. Aber du weißt, von Beobachtung, das geht alles nur von Beobachtung. Wenn du auf dem See kommst, beobachte das mal, was alles möglich gibt. Wenn du einen Baum siehst, oben, und dann guck mal nach unten, was kann passieren da oben. Ja? Oder verschiedene Arten von Bäumen, verschiedene Arten von. Ich habe hier nur von Pflanzen erzählt. Ja? Natürlich gibt es noch Lebewesen, Tiere und Fische und Insekten und alle drum. Aber ich rede jetzt mal nur von Pflanzen, ich kann so sehr viel beobachten. Mhm. Und daraus sehen. Mhm. Dann siehst du die Umwelt ganz anderes. Nicht nur grün, sondern es gibt noch so viele interessante, detaillierte Informationen zu sehen. Mhm. Das nennt man, wie nennt man das? Auf Deutsch, gut Deutsch. Kann man Forscher nennen? Biologe? Wenn du alles studieren, alles untersuchen, das nennt man nur Forschen. Ne? Forscher, ja. Hast du schon mal von der Darwin-Theorie gehört? Nein. Kennst du Darwin? Ah ja. Was ist er? Theologe, glaube ich. Der ist Biologe. Oder Theologe, ist egal. Was hat er uns beigebracht? Dass wir vom Mensch, Affen abstammen, oder? Bist du sicher? Das war seine Theorie, glaube ich. Ja, woher sagt er das? Warum sagt er das? Ich glaube, er war auf einem Schiff und dann hat er Reisen gemacht. Ja. Und dann hat er halt in seinem Buch so Beobachtungen hingeschrieben über Tiere, die er gesehen hat. Genau. Also Grundlage, er hat auch, kennst du Sterlinge oder Vögel? Ja. Ah ja. Mhm. Hat Vögel gesehen, gleiche Art in Europa und die gleiche Art
Sperring oder wie Sperling oder wie nennt man das, diese Vorhin immer hier rumlaufen und kleinere und springt nur, kann nicht laufen. Braune auf dem Dach von meinem Haus, das war immer so viele. Und die springt. Und dann haben die eine gesehen. In Europa sehen die so aus. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und dann gehen die nach Afrika, nee, nach Südamerika, haben die gleiche Sorte, aber die sehen anders auch. Gleiche, ja. Ha, genau, nur der Kopf ist so. Also diese Schnabel sieht so aus. Mhm. Und der ist etwas größer, der ist stärker. Und, also der hat beobachtet. Gleiche Sorte, aber die sehen anders, auch ein bisschen anders. Die eine ist krumm, die andere ist gerade. Mhm. Haben die gefragt, warum denn das? Warum ist das hier? Warum ist das hier und warum ist das hier größer, warum ist das kleiner? Mhm. Ja. Warum ist das doppelt so groß? Warum ist das nicht gleich? Ja. Mhm. Und die haben, was hat er dabei gesagt? Ich glaub, es kommt vom Lebensraum, wie die Tiere genau leben. Anpassung, das nennt man Anpassung. Ja. Mhm. Anpassung. Er muss auf das Leben, auf die Geografie in der Umgebung, also die Umgebung mit der Umgebung. Ja. Mhm. Umgebung. Weil nur so überlebt er. Wenn er nichts anpasst, mit dieser Gerade hier kann er nur picken, aber mit dem hier kann er doch holen, was ihm andere Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Also das passen die auf diese hier über beobachtet andere Insekten und andere Lebewesen noch. Die haben gemerkt, ein Lebewesen, ein Baum ist auch ein Lebewesen, ja, aber die sehen auch anders aus. Mhm. Ja. Und das ein Lebewesen, die haben gesagt, das ist, wir müssen mit der Umgebung anpassen. Mhm. Und daraus haben die gesagt, der Mensch kommt aus dem Apfel. Mhm. Was haben wir mit den Apfeln? Ähnlichkeit. Hast du gemerkt? Also das Laufen. Ja, wenn man da beobachtet. Erstmal der Kopf. Erstmal der Kopf. Wenn ich jetzt den Kopf und den Apfel trocknen lasse, nur noch diese Schäden. Mhm. Erkennst du, ob das ein Apfel oder ein Mensch ist? Wenn du ihre Haut abblättert oder ein Apfel, wenn du weglassen, ja, ihre Haut ist, legt daneben, ist das ein Apfel oder ein Mensch? Vielleicht haben die beide das gleiche Skelett. Also vom Aussehen siehst du es wirklich, das kann man verwechseln. Auf ersten Blick denkt man, das ist ein Mensch. Mhm. Oder? Mhm. Also Ähnlichkeit gibt es schon. Mhm. Oder? Was der Apfel nicht kann und wir können. Der einzige Unterschied zwischen Menschen und Apfeln ist eine Sache, war uns unheimlich entscheidende. Und das hat nämlich die Entwicklung, nämlich dass der Mensch so wie heute ist. Weißt du, was das ist? Vielleicht etwas im Gehirn. Also du sagst ein Gehirn. Ja, mhm. Also Gehirn, Affen hat auch Gehirn, ja, ja. Von Affen, ja, mhm. Das schreibt mir zu schlecht, Affen, ja, mhm. Und Gehirn von Menschen. Machen wir es nicht mehr sagen, Affen, der Gehirn von Affen ist das oder der Gehirn, weißt du das? Das Gehirn. Das Gehirn von Menschen ist größer als das Gehirn von und Affen. Mhm. Also die können auch sehr gut denken, wir können auch, das sind die beiden, die haben das größte Gehirn. Also größer als Hunde, größer als Elefanten, größer als Löwen. Mhm. Die sind sehr intelligent und die sind auch der Mensch. Also sagen wir mal, Unterschied, das Gehirn von den Menschen ist größer als hier. Mhm. Aber was noch wichtig ist, abgesehen die Haut,
wenn die haben nur Haare. Es gibt auch so viele Menschen, die haben so behaart. Was sagt man, das Apfel? Ja, das heißt, ob die so viele Haare hat, spielt keine Rolle. Mhm. Das hat mit Menschen, die Menschen haben auch, nur wir haben nichts, aber es gibt wirklich viele, die haben Haare. Was sagt man, deshalb Haare spielt kein Unterschied. Aber was ist der Unterschied charakteristisch? Weißt du was? Soll ich dir sagen? Ich habe. Was ist das? Sprache. Ja. Affen sprechen auf Zeichensprache. So wie wir. Ja, so. Können die so mit uns so unterhalten hier, ohne irgendeine Bewegung, ohne irgendein Zeichen, nur durch die Sprache erklären, was zu tun ist. Mhm. Sind hier. Wir können zwar auch ihre Sprache. Aber das ist nur Informationen, das ist keine Sprache. Mhm. Ich gebe eine Information auch, gibt Gefahren, gibt Essen, das gibt das hier. Das ist nur ein Zeichen, das machen die Hunde auch, das machen die Tiere, alle Tiere auch. Manche hat auch mit Licht gemacht. Ja? Mhm. Aber das ist das Entscheidende. Die können nicht sprechen. Mhm. Wenn, ja? Ja. Das ist das Erste. Jetzt überlegen wir, wie kann ein Mensch, ein Apfel zu den Menschen entwickeln? Wie kann das passieren? Ich mache ein Beispiel. Mhm. Apfel, du hast eben gesagt, kann laufen. Mhm. Apfel kann, ursprünglich läuft ein Apfel vierfüßig. Ja. Immer auf vier Füße. Ja? Ja? Mhm. Ursprünglich haben die. Warum stehen die das auf? Auf zwei Beine. Warum stehen die auf einmal zwei Beine auf? Mhm. Wie kommt der, dass er auf diese Richtung kommt? Vielleicht werden die Affen halt im Laufe der Zeit vielleicht gejagt von anderen Tieren und dann merken die, wenn die nur mit zwei Beinen laufen, dass die schneller sind. Das ist nur eine Theorie. Das ist nur eine Theorie, das kann man schneller laufen. Ja? Mhm. Schneller laufen. Das ist eine Theorie. Zwei Theorien. Hm. Zweiter. Du musst jetzt also denken in die Urzeit. Urzeit, ganz an, wo die Erde noch mit viel Wasser bedeckt. Sehr viel Sumpf. Sümpfe. Es ist nicht so trocken wie hier. Die Entwicklung geht so durch, wird vertrocknet, ist so, das ist ein. Aber am Anfang waren nur Strümpfe. Und was wächst auf dem Strümpfe am meisten? Moos. Also wenn du, ja, das ist flach, aber wächst nach oben. Bäume? Nein, auf Strümpfe wächst sehr wenige Bäume. Auf Bäume. Bäume brauchen feste Wurzeln. Aber auf Strümpfe ist nicht so fest, die fällt um. Also, was ist denn das? Wenn es hier Strümpfe ist, wächst hier. Gras. Natürlich, das wächst am meisten sehr gut. Mhm. Wassergras, die wechseln. Wie hoch? Stellen Sie mal vor, wie hoch? Ja, und dann? Wie hoch? Vielleicht schon 50 cm. Nee, auf dem Sumpf nicht. Hast du doch, du warst doch sehr viel auf dem Sumpf, auf dem See. Wie hoch sind die denn? Vom Boden her, vom ganz. Du siehst nur was oberflächlich, aber von unten her. Ach, unten, vielleicht schon 1,50 Meter, 2 Meter. Ja, die sind sehr hoch. Oder? Mhm. Du siehst doch am Rand dem See, das sind so viele, die wächst von unten hoch. Oder siehst du das nicht? Doch, bei manchen Seen schon. Ja, und die sind sehr hoch. Mhm. Wenn ein Affen hier runterläuft, ja, dann er kann nichts sehen. Mehr. Und wenn er dann höher ist, kann er dann. Und was muss er machen, wenn er hochgeht? Und er muss sich auf zwei Beinen stellen. Er muss nach oben gucken, damit ich sieht. Also, was macht er? Natürlich auf zwei Beine. Mhm. Damit er über diese Pflanze sieht, damit er guckt, damit er weiß, ob irgendwas passiert. Also, aus dem Grunde ist er gezwungen, auf die Beine zu stehen. Das ist die zweite Theorie. Eine Theorie,
Aber ich würde sagen, zuerst diese Theorie kommt und als die an hier vertrocknet ist, ja, dann kommt die zweite Theorie. Weil dann, wenn es vertrocknet ist, dann werden die von anderen Tieren gejagt. Und dann müssen die schneller laufen. Weil mit vier Beinen läuft er nicht gut, aber der hat schon gelernt, wie man mit zwei Beinen geht. Und deshalb kann er jetzt hier mit zwei Beinen laufen. Also diese Theorie kommt nach dieser Theorie. Also die sind auch richtig, die sind richtig, aber zeitgemäß kommen immer nacheinander. Also ich kann hier sagen, zuerst kommt das hier und dann kommt das hier. Ja. Wir kommen hier hin und dann werden die ein Mensch. Noch nicht Mensch, das ist immer noch ein Apfel, der kann nur laufen. Verstehst du? Ja. So wie heißt es, Gorilla, ist auch ein Apfel. Kann auch laufen, aber kann auch klettern. Ja, genau das. Wir haben vier Hände und vier Beine. Der kann noch viel mehr, was der Mensch nicht mehr kann. Oder was die Menschen nicht mehr können. Ja. Oder? Die Affen. Was denkst du? Klettern? Ja, die können alle. Die können schwingen, die können fliegen. So ab und zu sehen, die Affen springen von morgen zu morgen. Die können mehr als Tatsachen. Oder? Und das ist hier sehr, sehr wichtig. Und dann wichtig, da kommt noch nicht ein Mensch, das kommt nur ein Affen, der laufen kann. Der kann noch nicht so. Da müsste er überleben, läuft er auf zwei Beinen. Ja? Ich gucke mir mal, was passiert. Ich nummeriere erstmal 1, 2, 3, 4, 5, ja? Ich mache wie sehr. So. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 6. Die Affen können auch sehr gut Informationen übertragen. Ja. Also ich meine hier, die können Laute so hinweisen mit der Laute. Ja. Kann auch mit Zeichen geben. Gibt auch Zeichen da. Ja. Kann auch Werkzeug nehmen. Ja. Werkzeuge. Also. Wenn der Anfänger kann auch das benutzen, alles Mögliche, um ein Fleisch, wenn die Früchte, wenn er so harte Nuss ist, nehmen die Steine, nehmen ab, damit die wieder da drin kommen. Also die können auch sehr gut Werkzeug nehmen. Das machen die auch mit der Entwicklung, die geht weiter, können die sehr gut. Ja? Also die werden immer besser. Ja? Und jetzt noch eine Theorie. Warum verlieren die Haare? Haare, warum? Vielleicht, wenn es halt in der Entwicklung, also im Laufe der Zeit, vielleicht es viel zu warm geworden ist. Genau. Und dann fallen die dann auf Wasser. Also, es gibt Gebiete, wo kein Wasser mehr gibt. Es gibt Gebiete, wo kein Wand mehr gibt, sondern ein Flachland. Und das heißt, da erhitzen die. Und das ist normal. Wenn es zu heiß ist, verlieren die immer ihre Haare, damit es ein bisschen kühler wird. Passiert das überall auf der Erde, dass die Apfel ihre Haare verlieren, oder passiert nur in einem Ort? Nur in wärmeren Gebieten. Ja, natürlich auf der Erde gibt es sehr viele Wärmegebiete. Und in kalten nicht. In kalten können die nichts verlieren. Ja. Aber in den Wärme verlieren die langsam ihre Haare. Also die Erde ist nicht nur in Afrika warm, oder? Ja. Es gibt auch manchmal in USA oder in Asien manche Gebiete nur. Ja? Das nennt man Wüste, ne? Oder hier. Oder irgendwo noch ein Streifen, wo auch sehr warm ist. Und da verlieren die auch Haare. Hier verlieren die auch Haare. Ja? Das sind Gebiete, man unabhängig voneinander.
Reinhard, ah, ich habe auch meine Haare alles verloren. Ja. Die haben aber sehr gut Entwicklung. Das nennt man es. Ja. Dass ihre Haare, was von beiden wichtig ist, können laufen mit zwei Füßen. Mhm. Die haben Hände und Füße wie wir. Ja. Also am Anfang gibt es sehr viele Sorten von Menschen. Die eine entwickeln von oben, die andere entwickeln von unten. Der eine ist besser, ist schneller entwickeln, der andere ist langsam entwickeln, je nach, weil die Entwicklung geht nicht gleichzeitig, sondern der ist schneller, der andere ist langsamer. Ja? Mhm. Und die Menschen hier, weil es so warm ist, entwickeln die auch schneller, mhm, die in Afrika wohnen. Ja. Die in Oberhab hier entstanden sind, entwickeln die langsamer. Weil das, aber die sind alle gut gelaufen. Und der Unterschied von dem und dem hier haben die Leute erkannt. Die beiden sehen sehr ähnlich aus. Die können alles, aber der hier, der kann die Sprache. Der hier kann keine Sprache. Das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem. Diese Gruppe kann sprechen, diese Gruppe kann nicht sprechen. Aber vom Aussehen her, vom Verhalten her, von alles komplett identisch. Mhm. Nur Einzige, die können nicht sprechen. Die können nur Zeichen geben, die können auch Werkzeuge, die machen alle Werkzeuge wie diese Gruppe hier. Aber die können nur nichts weiter sprechen. Bedeutet, diese Gruppe stammt von einer Gruppe. Ja? Aber nur die eine hier geblieben, die andere hier hochgegangen, in der Zeit, wo die noch nicht sprechen können. Mhm. Und hier haben die weiterentwickelt, dass die sprechen können. Hier haben die nicht weiterentwickelt, die können nicht sprechen. Aber Ursprung können die so, die können laufen, die können Werkzeuge, die können zeigen, die haben auch Kleidung an, aber nicht wie wir sind, aus Tierehaaren oder auch, wie nennt man das? Aus Leder, ja, zum Beispiel. Die können auch. Ja. Aber die entwickeln sich weiter die Sprache. Die können die Sprache nicht entwickeln. Hast du schon mal gelernt, wie nennt man diese Gruppe? Homo sapiens. Ja, das ist die Neandertaler. Ah. Ja? Neandertaler. Mhm. Und die hat diese Homo sapiens. Ja? Mhm. Also die Neandertaler, die sind jetzt was? Bisschen anders, die sehen ein bisschen größer, der Mund hier, aber die sind haargenau wie hier, nur die können nicht sprechen. Mhm. Und die Homo Sabine, ja, die kommen hier. Und irgendwann haben die zusammen getroffen. Natürlich, die Erde ist nicht mehr überwindbar, ist immer überwindbar. Die kommen nach oben, irgendwann treffen die sich. Klar. Was passiert, wenn die beiden zusammentreffen? Die kämpfen gegeneinander? Muss nicht sein. Oder die lernen voneinander? Geht auch. Aber die Natur bietet sehr viel zu essen. Ja? Ich glaube nicht, dass die gegenseitig kämpfen, weil das geht damals, in dieser Zeit, geht es nicht um Politik. Das heißt, es geht nicht um Gewinn, sondern es gibt nur Essen. Und Essen gibt genug. Ich denke, es gibt genug Essen, es gibt genug Tiere, genug Früchte in die Zeit, wo die Natur noch in Ordnung ist. Also ich glaube nicht, dass hier nur die können miteinander reden. Ja? Die sind intelligenter und die können nicht so reden wie die. Was passiert, wenn eine Gruppe reden können, andere Gruppe nicht reden können? Was passiert denn dann? Kannst du dir vorstellen? Die eine Gruppe ist neidisch auf die andere. Die eine Gruppe verlässt das, weil die fühlen sich so wie dem hier. Ich bin nicht so gut, die zieht langsam um. Irgendwo, die evakuiert irgendwo, weil die haben gesehen, die andere erobert alles und die können nicht.
Das ist genau wie jetzt, wenn du auf die Urwand guckst. Ja? Die Menschen fällen alle Bäume ab. Mhm. Die Tiere muss zurückziehen. Mhm. Oder? Mhm. Und der Mensch hat alles genommen, die Tiere gehen alle zurück in den Urwand. Irgendwann haben wir keinen Lebensraum mehr. Und das ist genau bei dem. Die hier, diese Gruppe, die verbreitet sich, die andere Gruppe wird langsam irgendwie Minderheit und ziehen die auch ab. Irgendwann verschwinden die auch, weil die nichts mehr. Oder, das ist eine Theorie, oder die mischen sich miteinander. Die sagen, ah, wir leben in Frieden zusammen, wir leben. Und natürlich, wenn die mischen, dann werden die immer mehr von den Leuten hier dominiert. Weißt du, was dominieren heißt? Die werden immer von denen hier getrennt. Also die Kinder, die werden die Hälfte von dem gemischt mit der Hälfte von denen. Und weil die Mischung immer da ist, dass die Kinder werden auch sprechen lernen. Natürlich, es gibt auch Kinder, die können nicht sprechen. Es gibt auch, wenn du auf der Erde guckst, es gibt auch eine Gruppe, die können sprechen. Aber es gibt viele Kinder, die können nicht sprechen. Ja? Das ist nur bei dir weil diese Gen oder DNA von denen zu stark ist. Die können einfach nicht sprechen, nicht hören. Oder hören, aber nicht sprechen. Aber eine Gruppe, die können, also irgendwo, irgendwie in unser DNA gibt es immer noch ein Gen, die diese Entwicklung von Neandertaler drin ist, wenn die zusammen gemixt haben. Ja. Das ist biologisch nachweisbar. Zum Beispiel, hier, die Großvater hat eine Krankheit. Mhm. Eine Krankheit, die erbbar ist. Dann der Sohn oder Tochter. Der geht und der heiratet irgendeine hier. Ja? Natürlich, dieses Kind hat so eine Krankheit, die vielleicht nichts, man sieht bei denen nicht, aber. Mit der Zeit sehen die das nicht, aber irgendwann kommt hier eine Nachwuchs. Und diese haben diese Krankheit, was die Opa oder Oma hat. Mhm. Obwohl in der Mitte sieht man nichts, aber auf einmal ist es hier. Verstehst du das? Das ist erbbar. Und sprechen und nicht sprechen können, Stunde, ist auch erbbar. Die Leute, die Kinder von denen hier und die Kinder neben hier, wenn die zusammen gemischt ist, dann werden die irgendwann ein Kind, oder ein Kind kann sprechen, das andere Kind kann nicht sprechen. Das ist normal. Das ist die Natur. Deshalb, wenn ich sehe eine Familie, die haben Kinder erzeugt, die nicht sprechen können, das ist Natur, weil das Ursprüngliche ist eine Mischung von beiden hier. Und die Mischung zeigt, dass irgendwann eine kommt. In Amerika, das ist schon so oft passiert. Also Afroamerikaner, also Amerikaner mit schwarzer Haut oder zwei Elternteile, sagen wir dunkle Haut. Auf einmal die Kinder ganz weiß. Vom Aussehen her ist immer noch das Gesicht von. Ja, aber die sind total weiß, blonde Haare weiß. Warum? Weil die von der Person. Weil irgendwo hier, ganz hier, ist eine weiße Mitglied drin. Und die kommt hier hin, kommt durch, und irgendwann kommt der hier rein. Oder auf dieser Seite. Ein von beiden, oder beide, je nachdem, ist. Aber irgendwo hast du ein kleines Beispiel. Hast du bei einer Lilie beobachtet? Lilly ist etwas weißer. Besonders Merkmale, die sieht man dort? Am Gesicht. Am Gesicht, ja. Ein bisschen europäisches Gesicht. Lilly hat blonde Haare, weißt du das? Hä? Doch. Schwarze, weil das siehst, aber wenn du in der Sonne siehst, dann siehst du alles blond. Gegen Sonne, gegen Licht, das ist alles blond. Dein Vater auch. Weil Lilien stammt, weil die Seite von deinem Vater, also von meiner Mutter hier, und immerhin, und da ist irgendwo ein weißes Blut drin.
Du hast auch so was in deinem Körper, weil vom Langvater bei dir kommt. Ja, bei dir sieht man das nicht. Mhm. Weil, aber irgendwann, wenn du, nehmen wir an, du heiratest ein Vietnameser, du isst mit, aber irgendwann kommt ein Kind raus, der ist, ich weiß nicht, ob deine Kinder, aber es wird später irgendwann da kommen. Ein Europäer. Ein Europäer raus. Musst du beobachten, ja, wenn im Sommer, wenn die Lilien alle in der Sonne liegen, dann guckt man die Haare. Ja, die Haare, die diese Kontur von der Hast du die dann etwas blond oder ganz? Es war blond natürlich. Ja. Ganz jetzt siehst du einmal nichts, aber du siehst, oh, das ist nichts schwarz wie bei jedem Mann. Da ist etwas farbig dran. Ich habe gefragt, warum hat sie den Farb? Das kommt von Oma. Das war doch, weil die Oma von deiner Oma, oder? Ja, ist blond. Verstehst du? Mhm. Und dann kann man sagen, das muss doch sein. Also bei dir in deinem Blut ist auch europäisches Blut. Weil du stammst aus deinem Vater und dein Vater hat das und das. Aber das ist nur zum Erklären, dass warum kann der Mensch schrecken und laufen. Sprechen kommt, weißt du warum kommt? Weil das Sprechen kommt nur, weil wenn die irgendwann merken, mit dieser Laute und diesen Zeichen bringt nichts. Dann müssen die entwickeln, ihr Hirn entwickeln, dass die sagen, wir müssen miteinander reden. Weißt du, wenn das nötig ist. Und diese kommt weiter und das geht weiter. Und das können die alles sprechen. Aber wo ist das ursprünglich, das Sprechen hingekommen? Das ist natürlich in Afrika. Ja? Also die eine Gruppe, ich mache mal die ganz eindeutig, das ist die Erde und das ist Afrika. Mhm. Die Gruppe, die kommt von hier. Die sind so entwickelt, dass die sprechen können. Ja? Du hast noch 10%. Von 100, also noch 10. 10% von was? Von 100, also Akku. Akku, das geht noch, lass noch. Okay. Kann nur irgendwann das nehmen, weiß ich mal. Also vom Schrecken, die sind hier vom Schrecken. Mhm. Ja. Und in die Zeit davor, wo die noch nicht sprechen können, ja. Die entwickeln Schrecken, die hier, die evakuiert nach oben. Und die können nicht sprechen, die können hier sprechen. Mhm. Aber die sind gleiche Gruppe. Also es gibt hier Teile, eine Gruppe geht hier hin. Andere Gruppe geht irgendwo hin und dann sind die Neandertaler. Mhm. Ja? Und die sind hier Homo sapiens. Mhm. Ja? Und daher ist der Unterschied. Und dann natürlich, irgendwann treffen die sich zusammen, dann machen die jetzt der heutige Mensch. Mhm. Also man trennt sich hier beide, geht nach oben, geht nach unten. Ich weiß nicht, auch wenn es weg, kann auch diesem weg sein, aber irgendwann haben die wieder geeinigt. Mhm. Natürlich geeinigt in dem Sinn, dass wir zusammen leben, aber in dem Blut sind es auch etwas anderes. Ja. Das heißt, Blut gibt es auch DNA von denen oder Gen von denen. Mhm. Ja. Interessant, oder? Ja, das ist so. Die Entwicklung der Menschheit, Biologie ist das. Ja. Das musst du. Wenn du später in der Schule kommst und hab die Leute darüber erzählt, dann sagst du, ich habe davon gehört, ich bin nicht sicher, weil das nur Theorie ist. Ne? Mhm. Und Theorie ist Theorie. Ich lese das und ich bin für diese Theorie, aber ich kann nicht sagen, ob Theorie richtig ist. Das ist nur eine Theorie. Mhm. Ich glaube an diese Theorie, aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Manche andere Leute sagen, wo kommen die Menschen her, wo stammen die Menschen her? Hast du doch in der Schule gelernt? Von Affen. Nein, das macht der Dachwind. Andere sagen, nein, der kommt nicht vom. Der kann doch nicht von Gott. Gott. Ja, von irgendwo, da weiß ich nicht. Zack, bist du da. Ja. Oder? Ja. Zack, bist du da. So wie, ich habe oft Fernsehen, so wie Talent.
diese Sendungen. Aha. Die Zauberer, die machen wir verrückt. Oder? Oder? Mhm. Die machen wir wirklich verrückt. Ist der da? Ist der weg? Oh Mann, das sind wirklich zauberhaft. Mhm. Man weiß, aber das ist wirklich zauberhaft. Auch einmal zack, ist der weg. Aber es sind gute Tricks. Ja, der hat nur Tricks. Mhm. Aber das ist so ein guter Trick, wenn der vor, wenn der in der Zeit, wo die Menschen noch nicht gut genug ist und da zaubern. Oh, alle dachten. Oh, was passiert denn dann? Alle dachten, er wäre ein Zauberer und verärgern ihn oder haben Angst vor ihm und wollen ihn töten. Ja, die beten ihn, der meint, der wäre rot. Verstehst du? Mhm. Das ist normal. Ich habe Kinder. Ich weiß nicht, ob ich da mal dir auch diese Finger Schnitzer gemacht hat. Mhm. Als du noch klein warst, habe ich so beigebracht oder noch nicht. Dass ich sage, guck mal, ich habe so oft Kinder gesagt, guck mal, das habe ich den Füßen hier und ich ziehe raus und das passiert mir nicht. Ja? Mhm. Oh, die Kinder, oh, oh. Wir haben geguckt, wir haben, das ist, hast du auch gesehen, ja. Ja? Wenn ich so ziehe, oh, was macht mir denn? Aber das ist nicht passiert. Das waren nur Tricks. Mhm. Aber für die Kinder fasziniert. Ja. Ich sage, ich habe so oft, ich habe auch hier gesehen, ich habe so oft Tricks gemacht. Jetzt macht man aus. Okay.